Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft in der Snapshot 15W27A. Wir haben das letzte Mal ein bisschen Lehm geholt. Wo ist das Lehm? Hier? Hier? Wo ist das Lehm? Das ist Kies. Wo haben wir das Lehm hin? Ah, das ist ja da noch Ton. Stimmt, dann finde ich es nicht. Dann müssen wir Lehm draus machen. Heißt immer noch Ton. Dann muss man das noch brennen. Dann heißt es wahrscheinlich Lehm. Na gut, ich finde der Lehm besseren Namen. Es ist schon so Ewigkeiten her, seitdem ich das letzte Mal gemacht habe. Aber wenn wir jetzt schauen, heißt es jetzt Lehm? Oder heißt es immer noch Ton? Ja, es heißt immer noch Ton. Aber gebrannten Ton. Naja, kann man sich so verschätzen, sozusagen. Wie es heißt. Nun gut. Wenn man es schon lange noch nicht mehr gemacht hat. Oder hieß es früher Lehm? Weiß jetzt auch nicht mehr genau. Ah. Dankeschön für die Kerne. So. Was ist denn los? Wieso klicke ich daneben? Heute geht alles schief. So richtig, alles geht schief. So, schlafen. Und dann gehen wir die Schafe einfangen. So, die pflanzlichen Sachen sind da drüben. Gut, gehen wir Schafe holen. Machen wir hier einfach einen Eingang. So. Schafe waren ja hier oben. Einfach mal zur Weide bringen. Wir müssen halt nochmal weitere Zäune bauen. Ein bisschen näher. Seid ihr denn? Muss ich halt rennen. Nehme ich das Ei mit hier. Hier wart ihr irgendwo. Komm schon, irgendwo hier wart ihr doch. Oh, wenn man sie braucht, findet man sie nicht. Seid ihr gewandert? Da vorne seid ihr. Ihr seid mir ein bisschen zu weit gewandert. Also ein Schaf. Da muss ich die zwei Schafe hier noch mitnehmen. Kommt. Ja, beide mitkommen. Aber schneller bitte. Ja, nicht untergehen. Ja, da kommst du halt nicht mit. Wieso ist es unter? Komm doch hoch. Ja, sehr gut. Was, die kommen nicht drauf? Sind die buggy? Buggen die herum. Kommt hier hin. Auf die Seite. Nicht unten drunter. Oh, muss ich irgendwo anders Schafe holen? Ach komm, wir suchen irgendwo anders Schafe. Wir finden sicher irgendwo in der Nähe noch Schafe. Nehmen wir auch diese Blumen hier mit. Weil wir dann Lehm machen können draus. Also weiß ist ja nicht so schöne Lehmfarbe. Also Tonfarbe. Ich kann das einfach nicht sagen, Ton. Für mich ist der Ton eine Musik. Ja, die Musik ist ein Ton. Ein Ton von einer Musik und nicht von einem Lehmklotz. Hier sind ja, jetzt können wir zweifarbig sogar mitnehmen. Sehr schön. Da haben wir auch nicht so weit. Vor allem nicht durch das Wasser. Prima. So. Kommt, alle drei. Dann haben wir auch schon mal die Schafe. Dann machen wir mit schwarzer Wolle dann die Markierungen, wo wir dann ein
Dorf gründen und mit der weißen Wolle färben wir. Die weiße Wolle, also die weißen Schafe färben wir und zwei lassen wir noch weiß, zwei Schafe. Und dann haben wir eigentlich recht gute Markierungsmöglichkeiten und Baumöglichkeiten. Mal schauen, was wir so machen aus den farbigen Wollen und dem Lehm. Ihr schielt mir zu viel. Kommt schneller. Immerhin folgen sie besser. Also ich glaube bei 1.710 war es noch so, dass sie recht schlecht gefolgt sind. Und jetzt folgen sie immerhin besser. Also sind nicht mehr so sensibel beim ja, dass sie nicht mehr mich finden mit dem Weizen in der Hand. So. Bald da. So, jetzt können wir hier mal. Machen wir mal die Birken hier weg. Hier oben machen wir. Für die Schafe das Gehege und hier unten für die Kühe. Und ein Huhn ist drin. Wieso ist ein Huhn jetzt dort drin? Ah, die können drüber hüpfen, genau, stimmt. Die können über den Teppich hüpfen. So, wir haben nicht viel Holz im Inventar. Dann machen wir doch mal hier draus. Okay. So. Machen wir dunkel für die Schafe und Wolle. Machen wir noch mehr Teppich. So. Und hier können wir noch die Sachen. So, mal schauen. Ein Gehege machen für die Schafe. Ah. Ab hier. So. Dann haben wir ein schön großes Gehege für die Schafe schon mal. Und hier machen wir halt mal Cobblestone. Das können wir dann gleich ersetzen. Und hier machen wir die Wolle. So, dann kommt mal, liebe Schafskis. Wo ist das andere? Da oben. Da oben. Komm. Yay, jetzt haben wir Schafis. Super. Kommt drüber. Nein, ganz drüber. Hallo. Ganz drüber. Nein, nicht rund. Nicht dieses. Genau. Breakdance. Breakdance. Komm jetzt. Ja. Super. Aber nur die Weißen. Da kann ich ein weißes kleines dann mit dem großen schwarzen kreuzen. So, und hier nehme ich jetzt mal zwei Erde. So. Okay, das hätten wir auch. Die Schere. Können wir eine neue Schere machen. Mit der Schere können wir jetzt die großen abscheren. 4 und 2. Okay. Dann hätten wir hier noch Weizen für die Kühe. Und das Huhn töten wir. So. Ach Mann.
Man wird jetzt weggeschleudert, wenn man so raufhüpft. Okay, es geht nur in diese Richtung. Dass man eigentlich so seitwärts glitscht. Okay. So, und hier noch eins. Gut, da haben wir auch. Jetzt haben wir drei Weizen. Also, machen wir noch eine Türe. Ah ja, genau, drei kommen ja raus. Hier mal. Und hier. Das sieht natürlich ein bisschen schlecht aus, so, weil hier nur halbes Fenster ist. Aber das geht gleich mal noch. So, jetzt brauchen wir langsam wieder Essen. So. Also. Ja, die Schere nehmen wir mit. Jetzt gehen wir mal in. Okay, warten wir, bis es Nacht ist. Am besten. Wir könnten die vielen Hühner irgendwo. Ja, später dann. In ein Loch tun, damit man die auch züchten kann. Okay, keine Erfahrung mehr bei den Kühen. So. Die Kühe, die Hühner kann man relativ schnell züchten. So. Und hier drin können wir jetzt die Hühner züchten. Okay, ich gehe kurz schlafen. Jetzt gleich mal Leitern machen. So. Ach komm, nein, die Schere nehmen wir noch mit, wenn wir auf Reisen gehen. Dann könnten wir die Schafe noch scheren. Und zwar eigentlich hier. Und hier machen wir zu. Machen wir es so. Also, die Hühner kommen jetzt hier runter. Schaffen wir das? Seid ihr genug schnell? Nicht? Seid ihr so lahmarschig? Ach kommt. 2 Stunden später. Ah, seid ihr endlich eingetroffen? Aber alle, kommt. Lama, lama, lama. Komm, wir machen den Teich hier weg. Können wir aber schlecht, wenn die Hühner doch im Weg sind. Ach komm. Irgendwie müsst ihr doch hier raufkommen. Muss ich euch schieben? Man kann sie nicht mehr gut schieben. Alles wurde verändert, alles negativ. Ich mag 1.0 nicht. Ja, man kann sie nicht runterschieben. Es geht nicht mehr. Früher konnte man die so gut schieben. Kommt. Nein, nicht ringsum. Ihr müsst runterfallen. Runterfallen. Ja, man kann sie nicht mehr schieben.
Okay, nur noch mit. Okay, wenigstens zwei. Jetzt noch das Huhn. Ja, alles nacheinander. Komm. Es geht wirklich nicht mehr gut. Wir haben zu wenig Kraft. Wir sind zu schwach. Viel zu schwach geworden. Boah, 2 Stunden später. 1 hour later. Two hour later. 3 hour later. Hallo. Nächstes Huhn. Und jetzt zumachen den Teich. Wir könnten ihn später dann wieder aufmachen, also einen neuen Teich hinbauen, wenn es ums Dekorieren geht. So, jetzt aber alles zu. Okay, zumindest das. Das muss jetzt nicht unbedingt. Aber die Hühner, wo hier sind, möchte ich kurz noch drin haben. Okay. Nur das und wo ist das andere? Dort hinten drüben. Über dem Hügel. Scheinbar. Okay, dort ist auch noch ein Ei. Dort ist noch ein Huhn. Machen wir das Huhn zuerst. Und dann das Huhn. So, dann machen wir es noch größer. So, das reicht. Also, dann 2 Hühner hier und 2 Hühner hier. Kleiner Junge. Prima. Komm jetzt noch hoch. Oh, geht weg. Alles wurde schlechter gemacht. Alles ist so gewöhnungsbedürftig, nicht mehr so komfortabel gemacht. Also, das Huhn kann sterben. Und das Huhn kann sterben. So, jetzt können wir noch ein bisschen Zuckerrohr vervielfältigen. So. Tipptopp. Sind jetzt noch gewachsen? Weizen? Ja. Es sind noch Weizen gewachsen. Sehr schön. Tipptopp. Prima. Dann haben wir ein paar Federn, ein paar Fleisch und das Fleisch können wir gleich mal braten. Ist leider nur 2, ja. So, gebrannte Ton. Und jetzt könnten wir mal Farbstoff herstellen. Das ist hier drin. Machen wir mal rot, haben wir nicht. Wenn wir das machen. Hellblau. Ne, ist nicht so gut. Müssen wir rote Blumen zuerst holen, weil rot ist eigentlich am schönsten. Braun wäre noch schön, da braucht man Kakao. Okay, dann müssen wir das aufbewahren. So, und zwar möchte ich hier noch ja, wir müssen noch Eisen holen. Das ist wichtig. Eisen holen. Eine Spinne ist zu hören. Es wird bald wieder Nacht. Könnten wir noch ein bisschen Birken abholzen. So. Haben wir Birken drinnen noch? Weil wir gerade keine Birkenbäume haben hier. Ja. Sehr schön. Dann machen wir jetzt nämlich den Boden.
So einen schön hellen Boden in der Küche und im Wohnzimmer dann einen normalen Boden, also einen Eichenboden, im Schlafzimmer einen Schwarzeichenboden und so weiter. So. Zu tief gegraben. So. Tipptopp. Türen hin und jetzt hier. Oh, nicht schon wieder falsch. Switchen. Aha, Wasser setzen. Okay. Können wir auch, bringt uns aber nicht viel. Genau. So, jetzt sind wir fast fertig mit dem Boden. Können wir kurz schlafen und dann gehen wir auf die Mannschaft. Falsch setzen. Nein. So. Tipptopp. Ah, sieht das schön aus. Also, das hier rein, das rein. Das rein. Ja, nein, eben mitnehmen. das rein. So. Also, bald Nacht. Noch mehr Wolle abscheren. Dann hier die Birken anpflanzen wieder. Sehr schön. Also in der nächsten Folge gehen wir Sachen anschauen, erkunden und nehmen wir das Fleisch noch mit. Irgendwo Tiere jagen, außer Schweine können wir eigentlich alles jagen. Und rote Farbe holen durch Blumen. Ja, das wäre es eigentlich dann im nächsten Part. Eisen holen noch natürlich. Jo, also dann, gute Nacht. Danke fürs Schauen dieses Bades. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss.